Michael Mutzel, 4 Spiele, 4 Niederlagen jetzt in der Rückserie, nur ein Sieg, glaube ich, seit Ende Oktober. Wie sehen Sie die Situation? Es geht ja jetzt deutlich in der Tabelle bergab. Ja, wir haben sie ja gut analysiert. Nach 4 Niederlagen ist natürlich keine gute Situation. Wir können die Tabelle lesen. Wir wissen, dass im Moment einfach die Dinge nicht so funktionieren, wie wir das wollen. Dann machen wir selber auch dumme Fehler und verteilen zu viele Geschenke. Sind vorne nicht zwingend genug. Gegen Top-Mannschaften kann man dann nicht gewinnen. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir in den nächsten Wochen natürlich noch mehr Druck haben und trotzdem jetzt uns gut vorbereiten aufs nächste Spiel und auch nicht den Kopf verlieren und die Nerven verlieren, sondern weiter arbeiten und gucken, dass wir am Wochenende gegen Köln gewinnen. Haben wir denn eine Erklärung dafür, dass hinten immer so viele Fehler gemacht werden, immer 2 Gegentore und vorne war ja auch die Chance heute da, erfahrener Spieler wie Bujelab, dann an die Latte, schießt einen Elfer? Das ist halt Fußball, also eine Erklärung, warum jetzt ein Spieler einen individuellen Fehler macht, den gibt es nicht. Das ist immer dann im Moment eine falsche Entscheidung. Aber wir werden die Spieler jetzt dafür nicht köpfen. Die machen es nicht mit Absicht, die wollen auch die Spiele gewinnen. Und deswegen ist wichtig, dass wir jetzt die Jungs aufbauen und auf die Fehler eingehen und vielleicht auch vermeiden, dass er nächstes Mal wieder in so eine Situation kommt, genau wie wir es in der Vorrunde auch gemacht haben. Und dann bin ich auch überzeugt, dass es wieder besser wird. Abschlussfrage, gerade in sozialen Medien wird ja auch über den Trainer diskutiert. Muss man ja auch nach so einer Negativserie? Sitzt er fest im Sattel? Wie sehen Sie die Situation? Sie haben ihn ja auch geholt. Ja, er sitzt fest im Sattel. Also mit Schnierz sitzt auch gegen Viktoria Köln auf der Bank. Absolut, 100%ig sicher. Danke, Michael Mutz. Gerne.